Hallo liebe Minecraft-Freunde. So, gleich zu Beginn heiße. Ist wohl noch von dem Creeper-Schock gerade. Ich habe mir die Aufnahme nochmal angeguckt. Der ist durch die offene Tür reingetapst in das Gebäude. Das heißt, man sollte doch immer die Tür zumachen, oder aber man baut sich hier eine Druckplatte hin, also genau dieses Ding hier, offene Tür. Eine Einladung für Creeper. Dann mache ich hier mal eine Druckplatte. So, na, gehen beide auf dann. Nee, eine nur. Reicht ja auch. So, dann kann das jetzt nicht mehr passieren. Muss dann nur durch die richtige Tür rein. Ja. So, dann machen wir uns hier mal. Hier mal ein paar Treppen, obwohl wir sicher noch irgendwo genug Treppen haben. So, ich bin also immer noch etwas geschockt. Ehrlich gesagt, habe ich nicht gesehen, dass der durch die Tür reinkam. Ich habe es also jetzt bei der Aufzeichnung. Oder habe es mir nochmal angeschaut. Gerade. Und das war natürlich dann nicht so besonders geschickt von mir. So, hier tun wir dann. Was tun wir hier hin? Holz, Holz, wo sei's, wo bist du? Holz, Fichtenholz. Das wird dann hier sozusagen zwei hoch, ne? Okay, so. Und dann so quer. Ist also sehr symmetrisch zu dem, wie wir es schon haben. Also ist er zumindest nicht hier gespawnt. Das ist ja dann schon der eine Trost. So, hier kommt dann die Treppe hin, mein Gott. Rex, ja, was habe ich denn da wieder gemacht? So, Treppe. Treppe, so, hier geht es dann ins Untergeschoss. Hopsa. Hier geht es ins Untergeschoss. Und hier geht es dann weiter runter. Und die richtige Höhe des Untergeschosses haben wir dann hier erreicht. Jetzt muss ich halt nur hier immer aufpassen, dass ich hier auch die Holzpfosten so schnell dahin baue, dass die lieben Schafe nicht rauskommen. Okay, das ist so natürlich sowieso unwahrscheinlich. So, dann geht das jetzt hier rechts rum. Geht es natürlich hier nicht. Weil wir hier den Schafstunnel haben. Aber für die armen Schafe werden wir natürlich auch noch eine Treppe hinsetzen. Da muss ich aber noch ein bisschen mehr haben. Also, nix. Mal schauen, ob wir hier nicht noch ein paar Treppenstufen haben. So, Treppenstufen, da sind sie, Steintreppen, jawohl. Das reicht auch für unsere Zwecke. Na, schon wieder an der Wand hoch. Da sollte Glowstone rein, genau. Wir müssen also nochmal in die Hölle. Wir müssen sowieso in die Hölle. Denn ich wünsche mir ja hier auf der, hier in der Party-Ecke hier, muss ja noch ein Braustand hin. Und da habe ich gelesen, da braucht man diese schönen
diese brennenden Stäbe. Lohen heißen die. Ja, Lohen, glaube ich. Und ja. Die gibt's halt nicht überall, sondern hauptsächlich in der Hölle. Ja, so, da können wir hier noch ein bisschen Gras hinsetzen. Rex. Wehr dich, Rex, na, wenn's mich schieben. Ja. Genau. Ah ja, dann werden wir hier mal das noch wegkloppen. Wegkloppen. Dann können wir auf der anderen Seite nämlich hier noch Fenster reinbauen von unserem Untergeschoss. Dann werde ich hier vielleicht auch nochmal noch eins tiefer gehen. Oder lasse ich das dann so? Ich lasse das so. Aber hier kommen noch Treppenstufen hin. Dann können die Schafe wunderbar bequem. Jetzt habe ich mich wieder erschreckt. Wunderbar bequem hier. Ah, Kohle. Alles hier schön weggraben. So, jetzt habt ihr einen schönen übersichtlichen Tunnel. Gell, ihr Schafe. Hier mache ich nochmal dicht. Eigentlich könnten wir hier doch noch vergrößern, aber das reicht erstmal. Wird es schon wieder dunkel? Naja, nicht ganz. Dann werden wir mal hier ein bisschen weiter das Haus. Nee, da muss ich ja außen rum. Jetzt könnte ich wirklich mal, habe ich denn nicht diese, da habe ich doch die Steinziegel dabei. Ich habe so oft schon davon gesprochen, dass ich hier mal ausbessern möchte. Und es reicht noch nicht mal. Also holen wir uns noch welche. Nur Gelaber heute, nichts Produktives gemacht. Und sich dann noch von so Kleber habe anfallen lassen. 60 reicht auf jeden Fall. So, 9 reicht. Ich erschrecke mich jetzt bei jedem Geräusch hier. Fast. So, damit hätten wir also auch diese Treppe jetzt oder diesen Weg hier ordentlich gemacht. Man könnte auch mal hier so ein bisschen Ordnung reinbringen. Alles ein bisschen schöner aus, ein bisschen künstlicher, hätte ich jetzt fast gesagt. Das lassen wir mal. Oh ne, da kommen wir eh nicht hoch. Okay, so, jetzt haben wir noch was ganz Dolles vor. Hier müssen wir auch noch zumachen. Hier ein Weg hin. Habe ich den Sandstein dabei? Ja, Sandstein dabei und natürlich ein einziges Ding zu wenig da. Nämlich das hier. So. So, den Sandstein hier hin als Zuwegung, als Weg dahin.
Ne, wir haben sogar noch 3 zu wenig. Okay, das lohnt sich ja gleich. Und hier machen wir dann... Da mal was ganz Tolles hin, Leute. Werdet ihr dann gleich sehen. Hier, so habe ich es nämlich häufig, wie ich es mir jetzt hier gleich, wie ich es gleich hier mache, habe ich um meine Häuser herum bei dem Motoko-Server und bei dem anderen Server Outpost-Server auch meine Häuser gemacht, so zumindest außenrum, so ein bisschen, werdet ihr gleich sehen. Und dann legen wir uns mal schnell hin. Good night.